Wenn einem alle 20 Minuten ein Flugzeug über den Kopf donnert, ein ICE am Schlafzimmer vorbeirauscht oder man jede Beschleunigung der nahen Autobahn hört, dann sagt schon der gesunde Menschenverstand, so richtig cool für das vitale Nervensystem eines Menschen kann das nicht sein. Ja, sagt der selbsternannte Dr. Dietz und hat ausnahmsweise mal recht. Ständiger Krach erhöht einfach das Risiko für eine Herzschwäche und Depression. So das Ergebnis einer großen Studie der Uni Bochum über die Folgen von Zug, Auto und vor allem Fluglärm. Am Himmel über Lohmar ist es fast nie ruhig. Lohmar liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen Köln-Bonn entfernt. An diesem Nachmittag starten Maschinen im 5-Minuten-Takt. Manuela Steden versucht, den Lärm zu verdrängen, doch das gelingt ihr nur selten. Dabei lebt sie schon seit früher Kindheit hier in der Nähe des Flughafens Köln-Bonn. Früher kam ab und zu mal ein Flugzeug, so. Da guckte man so zum Himmel und sagte, ach, wie schön ein Flugzeug. Die letzten 15 Jahre ist ein Dauerschallpegel, sowohl am Tag wie auch in der Nacht natürlich. Am Tag haben wir ganz extrem mit den Passagierflugzeugen zu kämpfen und in der Nacht halt eben zusätzlich dann mit dem Frachtflugverkehr. Der Lärm habe so zugenommen, dass Familie Steden sich gezwungen sah, das Dach des Hauses gegen Schall zu isolieren. Im Schlafzimmer haben Stedens Lärmschutzfenster eingebaut. Das ist jetzt der einzige ruhige Ort im Haus, allerdings nur, wenn das Fenster geschlossen ist. Also ich persönlich habe jetzt bisher keine großen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, während hier in der Nachbarschaft schon extrem viele Leute an Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Depressionen und sowas leiden. Das fällt mir schon auf. In der bundesweit bisher größten Studie über Verkehrslärm haben Forschergruppen herausgefunden, dass vor allem die Psyche unter dem Krach von Flugzeugen leidet. Außerdem kann Herzversagen die Folge von Fluglärm sein. Natürlich wird nicht jeder krank, aber das Risiko steigt. Das ist immer so unsere Perspektive. Das heißt, man kann sagen, je lauter es wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch erkrankt. Nicht jeder kriegt die gleiche Krankheit. Und wir müssen auch immer daran denken, dass die anderen Verkehrsträger, also Straßenlärm und Schienenlärm, haben wir ja auch untersucht, dass die ebenso Risiken bergen. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Kinder leiden offenbar stärker unter dem Krach von Flugzeugen als bisher angenommen. Schüler, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, lernen beispielsweise deutlich langsamer lesen als Schüler, die keinem Fluglärm ausgesetzt sind. Mehrere Flughafenbetreiber haben als Reaktion auf die Studie betont, dass sie große Anstrengungen unternehmen, um die Lärmbelastungen zu verringern. Manuela Steden hat bisher allerdings nicht festgestellt, dass es am Himmel über Lohmar leiser geworden ist. Es könnte